In welcher Organisation bist du tätig gewesen? Also was hast du schaffen müssen? Was sind deine Aufgaben gesetzt in Finnland? Ich habe eine Organisation geschafft, wo Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche nach der Schule organisiert hat. Also wir haben zum Beispiel Waldtage organisiert, wo wir mit den Kindern im Wald sind. Oder wir haben um Weihnachten verschiedene Weihnachtsevents gehabt, wo wir halt Kätzle backen haben. Dann haben wir aber auch sonst Event gehabt, wo wir zum Beispiel Sachen mit den Kindern gekocht haben aus verschiedenen Ländern. Und dann habe ich aber auch am anderen Tag im Büro gearbeitet und habe einfach dort verschiedene Events vorbereitet. Einmal haben wir einen Jugendaustausch vorbereitet und ja, so Sachen. Hast du ihnen auch ein bisschen die liechtensteinische Kultur oder so näher gebracht? Also haben sie mal Riebel gekocht oder keine Ahnung? Ja, also ich habe in verschiedenen Schulen Präsentationen über das Liechtenstein gehabt, wo ich Sachen über das Liechtenstein und auch über Kultur erzählt habe. Dann haben wir auch Sachen gekocht. Also ich habe eigentlich Riebel kochen wollen, aber ich habe mir dann gedacht, das hätte eh jemand gern, der nicht damit aufgewachsen ist. Also habe ich dann einfach Äpfelküchle und Kratzerti gekocht und so mit den Kindern. Ja. Und sie haben es eigentlich immer gern gehabt.